Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Dubaro mit dem Gamer-PC Ryzen 5 5600X mit RTX 3070 für runtergesetzt von 1699 Euro auf 1599 Euro. Zuallererst sei gesagt, das Bild ist jetzt nicht sonderlich fake. Der Lüfter schon, das ist ein Big White, der ist so nicht verbaut. Alles andere kann ich jetzt so leider nicht beurteilen. Und wir starten einfach mal durch. Als Prozessor haben wir den AMD Ryzen 5 5600X, 6x 3,7 GHz, 4,6 GHz Turbo. Hier haben wir ihn bei Geizhals, hat eine TDP von 65 Watt, was extrem wenig ist, packt 3200er RAM, den man natürlich auch noch übertakten kann, also die laufen auch mit 3600 oder gar 4000, zumindest der 5800er läuft auf jeden Fall auf 4000. Wie es bei dem 5600er ist, kann ich euch nicht genau sagen, aber 3600 frisst er auf jeden Fall. Den haben wir hier als Box-Variante mit dem Lüfter. Die schreiben dabei, sie haben einen alternativen Lüfter. Der wird aber wohl diese 65 Watt TDP abtragen können. Ich würde aber trotzdem gleich noch zu einem anderen raten, da kommen wir aber später zu. Ansonsten guter Prozessor, damit könnt ihr streamen. 6 Kerne ist natürlich so eine Sache. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr über OBS streamt, dass ihr dann das alles auf die Grafikkarte auslagert, weil es schon deutlich anspruchsvolle Spiele gibt, die auch einen Prozessor gut auslasten können, vor allen Dingen 6 Kerner. Ich empfehle immer zum Beispiel einen 8 Kerner zu nehmen, den 5800X, dann könnt ihr auch gut über den Prozessor rendern und müsst die Grafikkarte nicht zusätzlich belasten. Kostet 262 Euro bei Mindfactory. Hier steht es auch schon, CPU-Kühler, alternative AMD Intel-CPU-Kühler. Wir hatten in der Vergangenheit ja das Thema, dass die das nicht so gut packen. Also die schaffen es, das System am Laufen zu halten, aber es kann passieren, dass sie durchaus auch mal zu heiß werden und dann runtertakten. Das ist nicht so schön, aber da kommen wir später noch zu. Als Mainboard haben wir ein Gigabyte B550 Gaming X V2. Dazu gibt es zu sagen gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke. Hier vorne kommt die Grafikkarte rein, hier oben könnt ihr die M2-SSD einbauen, beziehungsweise ist natürlich schon eingebaut. Hier könnt ihr nicht mehr erweitern, denke ich, weil der Lüfter der Grafikkarte das überdecken wird. Hier könnt ihr zum Beispiel eine WLAN-Karte reinbauen, hier eine Capture-Card, hier unten eine USB-Erweiterungskarte, was ihr möchtet. Es gibt ja verschiedene Modelle. Hier unten ist noch ein Anschluss für eine M.2-Karte, wenn ihr irgendwann erweitern wollt. Von den Anschlüssen her haben wir dreimal USB 3.0, einmal USB 3.1, ein Netzwerkanschluss, MIC, Line-Out und Line-In. 7.1 hat das Teil auch, allerdings nicht mit Toslink. Das müsstet ihr über die Frontanschlüsse vom Gehäuse realisieren, wenn ihr unbedingt 7.1 braucht. Hier haben wir dann auch HDMI und DVI, was auch nicht benutzt wird, weil der Prozessor keine integrierte Grafikeinheit hat. Dann habt ihr noch zweimal USB 2.0 und dann habt ihr noch einen P/2-Anschluss. Den benutzt heutzutage eigentlich auch kaum noch einer. Ja, vom Design her kann man jetzt davon halten, was man möchte. Es ist ein grundsolides Board, überhaupt kein Problem mit PCI Express 4.0, guter Chipsatz. Packen wir für 102,99 € bei Extreme Digital in den Warenkorb. Als Grafikkarte haben wir eine 8 GB Nvidia RTX 3070 beliebiger Hersteller. Da wir jetzt freie Wahl haben, weil es halt beliebiger Hersteller ist, nehmen wir einfach die Zotac GeForce RTX 3070 Twin Edge OC White, die ist im Moment so am günstigsten. Ist eine gute Grafikkarte, könnt ihr auch super mit zocken. Ich zeige euch gleich noch einen kleinen FPS-Test auf YouTube, was jemand aufgenommen hatte. Der hat das übrigens aufgenommen, dediziert. Das heißt, er hat einen zweiten Rechner genommen zum Aufnehmen, weil es ja sonst Leistung klauen würde, wenn ihr auf demselben Rechner aufnehmt und zockt. Deswegen kann man diesem FPS-Test schon irgendwo vertrauen. Die Config ist natürlich ein bisschen anders, aber kommen wir ja später noch zu. Alles in allem eine gute Grafikkarte. Kostet 789 Euro bei Acom-PC und packen mal so in den Warenkorb. Als Arbeitsspeicher haben wir 16 GB 2x8 Dual-Channel, ganz wichtig, G-Skill RipJaws 5 DDR4 3600 MHz. Das Schöne ist hierbei 3600 MHz, das heißt, der Prozessor wird nicht in seiner zertifizierten Umgebung betrieben, sondern ein bisschen übertaktet mit 3600 MHz. Das packt er auch locker, überhaupt kein Problem. Wir haben viele Systeme schon aufgebaut, die so aufgebaut waren mit 3600 MHz. Dual-Channel hat das auch. Ich habe nichts gegen die RipJaws, bei mir ist das Thema immer Aegis, das wisst ihr ja mittlerweile, aber die RipJaws sind in Ordnung. Kosten 75,18 € bei Mindfactory. Als Festplatte haben wir eine 1 TB Kingston NV1, M.2, PCI Express 3.0, X4, NVMe, lesen 2100 MB die Sekunde und schreiben 1700 MB die Sekunde. Ja, die tut sich jetzt nicht viel mit einer Crucial P1 oder ähnliches. Das ist eine gute SSD. 1 TB wird auch erstmal reichen. Ihr könnt ja hinterher erweitern. Das Board lässt das ja Gott sei Dank zu. Da könnt ihr euch theoretisch noch eine zweite davon kaufen oder vielleicht sogar eine 2 TB. Ihr könnt euch auch eine ganz normale 2,5 Zoll SSD kaufen zum Erweitern. Überhaupt kein Problem. Das Board macht das alles mit. Kostet 90,41 € bei Mindfactory. Laufwerk ohne. Klar, das ist dem Gehäuse geschuldet. Es gibt natürlich Gehäuse da draußen, die das können, aber bei dem ist jetzt in dem Fall nicht so. Wenn ihr unbedingt ein DVD-Laufwerk oder Blu-ray braucht, kauft euch einfach ein externes mit USB. Dafür braucht ihr nicht unbedingt das Gehäuse tauschen. Als Netzteil haben wir ein 750 Watt EVGA Supernova 750 GQ Modular 80 Plus Gold. Hier haben wir es auch schon, 750 Watt völlig in Ordnung, von der Marke und der Serie her auch völlig in Ordnung. Es ist modular, wunderbar. Da habt ihr natürlich erstmal nichts mit zu tun, dass es modular ist. Ich denke, dass die Kabel, die übrig bleiben, einfach dabei gelegt werden beim Karton. So wird es hinten dann nicht so voll auf der Rückplatte vom Gehäuse, wenn die da die Kabel verlegen. Das ist schon in Ordnung.
80 plus Gold ist auch super, hat eine hohe Effizienz. 750 Watt ist sogar schon ziemlich viel für dieses System, muss ich wirklich sagen. Also ihr könnt durchaus später noch hergehen und vielleicht sogar eine 3080 oder 3080 Ti in diesem System verbauen. Wenn ihr mal irgendwann aufrüsten wollt, dann müsst ihr nicht das ganze Netzteil tauschen. Kostet 79 Euro bei Amazon, packen wir so in den Warenkorb. Als Gehäuse haben wir das Kolink Observatory RGB Schwarz. Das Schöne ist, das Gehäuse bringt drei Lüfter in der Front und einen Lüfter hinten mit. Ob die Lüfter jetzt gut sind, kann ich leider nicht beurteilen. Das wird sich dann im Laufe der Zeit zeigen, wenn die dann nach 2-3 Jahren so langsam mal anfangen zu rasseln oder so, weil die Lager nicht mehr mitmachen. Ob es schon Langzeittestberichte gibt, glaube ich nicht, weil das Gehäuse noch relativ frisch auf dem Markt ist. Alles in allem aber halt ein Standardgehäuse mit Standardanschlüssen auch vorne. Er hat hier oben noch ein paar USB-Anschlüsse und Mikrofon, Kopfhörer und sowas, was fast jedes Gehäuse hat, also nichts Besonderes. Ganz normal, hier kommt das Mainboard rein, die Grafikkarte, die hat auch genug Platz nach vorne hin. Es gibt ja übelst lange Grafikkarten und da könnt ihr auch in Zukunft längere Grafikkarten einbauen. Packen wir für 73,74 Euro über Mindfactory in den Warenkorb. Betriebssystem optional erhältlich, das könnt ihr natürlich bei Dubaro mitkaufen, dann wird es auch direkt installiert. Oder ihr kauft euch einen Key bei CDK Deals über meinen Partner mit dem Rabattcode. Dann braucht ihr nur noch einen USB-Stick, den ihr euch mit dem Microsoft Media Creation Tool erstellt, wo Windows drauf ist, und dann könnt ihr auch ganz einfach installieren. Das ist eine Sache von einer halben Stunde. Service, 2 Jahre Garantie, Retourenschein im Reklamationsfall. Ja klar, ihr kriegt dann Retourenschein, müsst das Ding dann zur Post bringen und dann kommt es dann irgendwann wieder. Ich habe gehört, dass die circa 1 bis 2 Wochen brauchen, je nachdem welcher Fehler da vorliegt. Die Anschlüsse, da haben wir eben schon drüber gesprochen beim Mainboard. Die Grafikkarte, klar, einmal HDMI und dreimal DisplayPort. Gehäuse, zweimal USB 3.0, einmal USB 2.0, einmal Kopfhörer und einmal Mikrofon. Ullguard Internet Security könnte wir immer in die Tonne schmeißen, das braucht kein Mensch, der Windows Defender macht einen guten Job. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis, hier haben wir die SSD, hier ist der Prozessor mit dem Lüfter, hier haben wir den RAM-Speicher, hier ist die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse und das Netzteil, und da kommen wir auf den Gesamtpreis von 1472,32 Euro, das System soll kosten 1599. Das heißt, ihr seid bummelig 127 Euro teurer als der Selbstbau. Wenn ihr aber euch Selbstbau nicht zutraut, ist das ein gutes System. Ich habe ja gesagt, so die Range 100 bis 150 Euro ist in Ordnung, weil alles, was darüber ist, kann man auch bei Mindfactory einfach zusammenstellen, zusammenbauen lassen von denen. Aber das ist echt ein fairer Deal. Ich möchte euch nur sagen, dass man vielleicht, wie gesagt, den Prozessor-Lüfter tauscht. Und dann hätte man hier zum Beispiel bei den CPU-Kühlern die Alternative CosmoCool LCCC120 für 19,90 Euro. Ich habe den selber noch nicht verbaut, aber ich habe mich ein bisschen schlau gemacht bei dem Hersteller. Und der hat eine TDP unter anderem von 180 Watt. Der Prozessor hat eine TDP von 65 Watt. Sprich, der könnte diese Abwärme theoretisch fast um das Dreifache ableiten. Alles in allem hatte der auch gute Bewertungen, passt auch für alle Sockel, sprich könnt ihr auch auf Intel-Systeme und ähnliches draufschrauben. Scheint ganz in Ordnung zu sein. Wenn was kaputt gehen kann, ist es halt eben nur dieser Lüfter. Den könnt ihr auch tauschen, wie ihr lustig seid. Da könnt ihr auch einen Be Quiet Lüfter oder ähnliches draufschrauben. Der kostet bei Mindfactory, habe ich eben gesehen, 18 Euro. Dubaro nimmt jetzt halt diese 19,90 Euro dafür. Da ist aber der Einbau dann auch schon mit drin. Die haben die Systeme ja fertig da stehen. Und dann wird einfach nur der Lüfter gewechselt. Dann stecken sie sich halt die paar Euro noch ein. Das ist völlig in Ordnung. Und wenn ihr den Lüfter dann reinkonfiguriert habt, seid ihr bei 1620 Euro. Dann habt ihr ein vernünftiges System mit ordentlich Leistung. Einigermaßen zukunftssicher, weil das Mainboard ja auch groß genug ist. Das passt alles soweit schon. Jetzt kommen wir noch zu dem FPS-Test. Ich habe jetzt hier wie immer einen bei YouTube rausgesucht. Der betreibt den auch auf 3600er RAM mit demselben Prozessor und derselben Grafikkarte. Und in dem Fall hätten wir jetzt zum Beispiel mal Call of Duty Black Ops Cold War bei 1080p Grafik auf Ultra gestellt. Dann seid ihr im Average bei 103 FPS. Wenn wir Godfall nehmen, seid ihr auf 1080p bei ca. 128 FPS. Assassin's Creed Valhalla bei 1080p und Ultra High seid ihr auch bei 78 FPS. Wenn wir jetzt noch zum Vergleich nehmen, mal auf 1440p, also WQHD, auf Ultra High Settings seid ihr so bei 65 FPS, was auch noch völlig ausreicht zum Daddeln. Wenn wir dann noch Watch Dogs Legion nehmen, auf 1080p, auf Very High, Raytracing auf Ultra, DLSS Off, seid ihr so bei 71 FPS im Durchschnitt, was auch noch völlig ausreichend ist. Dann schauen wir nochmal bei Fortnite, hier haben wir direkt alle drei nebeneinander. Da seid ihr bei 1080p bei 460 FPS ungefähr, bei 1440p auch bei 460 FPS und bei 2160p bei 275 FPS. Also, alles in allem, ein gutes System. Kauft euch das ruhig so. Ändert noch den CPU-Lüfter, wie ich euch das gesagt habe. Ihr könnt natürlich auch einen Be Quiet, Pure Rock oder ähnliches nehmen. Das bieten die ja auch alles an. Der ist qualitativ noch ein bisschen besser dann. Aber das ist jetzt wirklich eine Empfehlung wert. Diese 120, 130 Euro fürs Zusammenbauen sind auch völlig in Ordnung. Und da bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und ciao, ciao.